Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte in diesem Video etwas Neues mit euch ausprobieren und schauen, ob ihr daran Interesse habt, ob euch das gefällt und ob ihr das überhaupt guckt. Ich habe im Moment so ein bisschen das Bedürfnis, einfach mit euch zu reden und euch so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Ich wollte das so ein bisschen so Live-Update-mäßig machen, weil ich habe das Gefühl, dass wir als YouTuber immer sehr, sehr in unserer eigenen Bubble sind und in der aktuellen Situation sowieso. Ich gehe nicht raus, ich gehe sonst eigentlich auch nicht raus, aber ich habe immer nur die gleichen Leute um mich rum und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr so die Erweiterung meines Freundeskreises seid und ich möchte mit euch einfach so ein paar Sachen teilen, mit euch einfach reden, was steht an, was passiert gerade bei mir, wie geht es mir, wie geht es euch? Ich möchte so eine offene Diskussion in den Kommentaren anstoßen und ich probiere das Video so wenig es geht zu schneiden. Einfach, dass ihr euch das Video vielleicht morgen früh nochmal beim Schminken angucken könnt oder ganz entspannt mit euch hier sitzen und schminken. Ich möchte auch gleich anfangen. Ihr seht, ich war gerade beim Sport. Ich sehe aus wie, ne, nicht mehr ganz so frisch, aber ich glaube, das beschreibt ganz gut meinen aktuellen Zustand. Ich bin fix und fertig, aber bevor es losgeht, möchte ich euch ganz kurz etwas erzählen. Und zwar wird dieses Video von Asam unterstützt. Asam kennt ihr schon, ich arbeite seit Jahren mit Asam schon zusammen. Und ich habe für euch hier eine sehr, sehr coole Aktion, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Ihr wisst, ich plane einmal im Jahr eine Charity-Aktion. Für dieses Jahr hatten wir einmal das Spenden an Australien. Ich bin gerade hinter den Kulissen dabei, etwas Eigenes noch aufzubauen, wo ich euch dann teilhaben lasse, wenn es soweit ist. Asam hat aber eine tolle Aktion aktuell und da möchte ich euch ganz kurz was drüber erzählen. Und zwar geht es einmal um die Spendenwoche und Geschenkideen. Ihr könnt mit einem Code von mir einkaufen und könnt damit auch nochmal 15% auf alles außer Sale sparen. Dazu komme ich gleich, aber ich muss ganz kurz raufschauen, weil es ist wirklich wichtig, dass ihr wisst, wo das Geld dann hingeht. Asam spendet nämlich 1 Euro von jeder Bestellung an eine Münchner Organisation. Unter anderem wird an die Münchner Tafel gespendet und Bellevue di Monaco. Das ist ein Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete. Und es ist mir ganz besonders wichtig, dass wir im Moment auf uns gemeinsam achten. Und ich finde es schön, dass Asam das macht. Und deswegen unterstütze ich Asam auch, indem ich dieses Video für sie mache und euch da so ein bisschen teilhaben lasse. Ich benutze ein paar Produkte auch von Asam in diesem Video, die ich einfach über alles liebe. Unter anderem auch das Magic Finished Set. Das ist ein Geschenkset. Ihr könnt also bei Asam schon vorbeischauen, falls ihr eventuell nicht so wie ich vorab schon ein paar Weihnachtsgeschenke haben wollt und dazu gleich noch ein bisschen sparen wollt. Ich setze euch alle Informationen und alle Links unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Eine sehr, sehr wichtige Aktion, gerade in dieser Zeit. Wir vernachlässigen die Kinder, wir vernachlässigen die Geflüchteten und wir sollten uns so ein bisschen jetzt vor allen Dingen auch in der besinnlichen Jahreszeit wieder auf uns als Gemeinschaft konzentrieren. Und deswegen finde ich das eine schöne Sache. Das erste Produkt, was ich auch benutze, ist auch von Asam. Das ist das Aqua Intense Hyaluron Serum. Das ist ein super, super Primer. Das ist so eine weiße Flüssigkeit. Hat keinen Duft mit drin und das gebe ich mir einfach schon mal hier so ein bisschen über mein Gesicht. Das zieht super schnell ein, versorgt die Schicht sehr, sehr schön mit Feuchtigkeit. Und ihr seht sofort, die Haut sieht einfach gleich viel, viel praller und viel, viel frischer aus. Das ist eine schöne Sache, wenn ihr eine sehr, sehr empfindliche Haut habt, aber Feuchtigkeit haben wollt. Viele Produkte, die man kaufen kann heutzutage, finde ich, mit Seren und so, vor allen Dingen in der Drogerie, sind voll mit Duftstoffen. Und ich weiß, dass viele von euch darauf achten. Das ist ein super, super Produkt. Es ist ein perfekter Primer. Vom Finish her wie der Milk Hydro Grip Primer. Ich finde sogar vom Effekt auch eigentlich. Es wird so ganz leicht sticky und das Make-up da drauf sieht fantastisch aus. Das machen wir nämlich jetzt auch. Und ich muss jetzt hier so ein bisschen, also so ein paar Stellen muss ich rausschneiden, wenn ich hier irgendwie durch die Gegend greife. Ich werde auch demnächst ein Video machen, wo wir gemeinsam hier einmal aufräumen. Ich zeige euch mal, wie es hier im Moment aussieht. Es ist eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe so viel vorproduziert hier in den letzten Wochen und ich komme halt auch gar nicht dazu, einfach das hier aufzuräumen. Falls euch das interessiert, lasst mich das gerne einmal in den Kommentaren wissen. Da nehme ich euch so ein bisschen mit in meinem kleinen Declutter. Ich zeige euch die ganzen Kisten da hinten stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Kisten für euch voll mit Make-up. Ihr wisst ja, okay, wir fangen an, Freunde. Ich nehme als Foundation die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation. Das ist das beste Produkt überhaupt. Und mein Schwamm. Und damit fange ich einfach an, mir das Ganze einzuarbeiten.
Ihr wisst, im Moment ist es bei mir so ein bisschen wild. Nach meinem Launch mit Catrice, das war ganz spannend, weil ich hatte euch nach meinem Launch mit den Schwämmen erzählt und auch damals mit meiner Highlighter-Palette, dass ich danach immer in so ein Loch falle. Nicht so, wie kann ich das am besten ausdrücken, dass das vernünftig klingt? Ich falle dann immer in so ein Loch, weil ich das Gefühl habe, jetzt werde ich nicht mehr gebraucht, was totaler Quatsch ist, weil ich habe ja trotzdem noch was zu tun. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mehrere Monate euch täglich mit demselben Thema auseinandersetzt, was ich vor allen Dingen auch bei der Lidschattenpalette, ihr habt es ja gesehen in dem Behind-the-Scenes-Video, ich habe da ja stundenlang, tagelang, jeden Tag dran gesessen und mir was überlegt, mir den Content überlegt. Und vielen Dank, wir sind wieder sold out, soweit ich weiß. Also Stand heute ist Dienstag. Das Video geht nächste Woche online. Wir hatten gestern den Restock. Innerhalb von 12 Stunden war schon wieder fast alles weg. Ich setze euch, falls noch was da ist, das auch nochmal in die Infobox. Aber ich denke nicht. Und dafür erstmal ein dickes Danke. Und man hat halt gemerkt, oder ich habe halt gemerkt, dass ich habe super viel Energie und Liebe und alles Mögliche. Ich bin aufgewacht, hab mir noch nicht mal einen Kaffee gemacht und hab mich hingesetzt und hab geschminkt und mir überlegt, okay, ist die Pigmentierung bei der Farbe gut, ist sie das nicht? Und du bist halt, dein ganzes Leben dreht sich nur noch um dieses Produkt. Und dann ist es soweit und es kommt. Und Danny und ich sind ja dann zu Alicia und Nico gefahren, einfach um mal so ein bisschen runterzukommen. Und dann war es vorbei. Es war so schnell vorbei. Normalerweise haben wir gedacht, okay, wir haben super viel produziert. Wir haben ungefähr 3 Wochen Zeit, dass wir das abverkaufen können, falls es abverkauft wird. Aber wir hatten einen Kampagnenzeitraum von ungefähr 3 Wochen angesetzt. Und das hat ja gar nicht funktioniert. Wir waren ja nach, ich glaube, 48 Stunden war alles restlos weg aus der ersten Lieferung. Und dann saß ich da in Baden-Baden und hatte die beste Zeit seit langem, weil ihr müsst euch vorstellen, nicht nur weil aus Grund der aktuellen Situation wir keine sozialen Kontakte haben sollen oder so wenig soziale Kontakte wie es geht. Und ich weiß, Ellie und Nico sind ja auch in ihrer eigenen Bubble und deswegen sind wir da auch hingefahren, weil wir wissen, okay, das ist ihr Kreis und unser Kreis, wir sind beide gesund, wir bleiben nur in diesem Kreis. Aber meine sozialen Kontakte sind ja, seitdem ich YouTube mache, so minimiert worden, weil ich einfach gar nicht mehr die Zeit habe, mich mit jemandem zu treffen. Also nicht nur, weil ich es nicht soll im Moment und das auch nicht tun möchte, sondern ich habe gar nicht die Zeit dafür. Und dann saß ich da und hatte die schönste Zeit seit langem und war aber trotzdem traurig, dass jetzt alles vorbei ist. Und letztes Jahr, als wir die Highlighter-Palette gemacht haben, da hatte ich wieder meinen Schwamm. Da wusste ich, okay, das nächste Produkt ist der Schwamm. Kurze Zeit später ging es los mit der Lidschattenpalette. Also die Zeit dazwischen war recht knapp und ich war einfach so ein bisschen down. So, ich habe nicht gewusst, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann, vielleicht kann ich euch das gleich mal einblenden. YouTube, wenn ich ein neues Video hochlade oder wir Creator ein neues Video hochladen, wir kriegen so eine Bewertung von YouTube und dann steht dann immer so ein schöner Text wie, schade, das Video lief aber gar nicht gut. So, und dann sitzt du da abends und hast, weiß ich nicht, 6, 7 Stunden an so einem Video gesessen und dann sagt YouTube dir auch noch, das war nichts. Und wenn dann dieses alles zusammenkommt, ich weiß, das ist total oberflächlich und total Quatsch, was ich jetzt hier erzähle, aber ich will euch einfach teilen, was mir so durch den Kopf geht, wisst ihr? Weil ich kann ja mit niemandem außer Danny darüber sprechen und vielleicht na Elli oder na Luisa, die dasselbe Problem haben, in Anführungszeichen. Und ich finde, dass das immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das dann immer so ein bisschen demotivierend. Und ich komme gleich dazu, dass es jetzt auch natürlich besser ist, weil es einiges sich getan hat. Irgendwie musste ich mich dann so ein bisschen aufrappeln. Und dann das Schöne, was mir so ein bisschen den Hintern gerettet hat, war, kurze Zeit später, also kurz nach dem Launch, habe ich dann auch eine Entscheidung für mich getroffen. Ich wollte, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr im November schon mir meine Augen lasern lassen. Ich bin ja
wirklich sehr, 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 sehr kurzsichtig. Und ich bin auf Kontaktlinsen im YouTube-Videos drehen angedreht. Ich fühle mich mit Brille auch nicht wohl. Manche sagen, es steht mir. Ich finde, mir steht es nicht. Aber das ist ja egal. Und letztes Jahr wollte ich das machen und das ist etwas sehr, 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 sehr Teures. Und ich wollte letztes Jahr nicht mir das gönnen, weil letztes Jahr ist auch noch mal ein anderer Punkt gewesen als dieses Jahr, auch finanziell gesehen. Ich bin ja auch offen mit euch. Und dann habe ich halt dieses Jahr habe ich echt sehr, sehr viel gearbeitet. Und ihr kriegt das ja auch eigentlich alles mit, ne? Also ich habe immer so das Gefühl, ich muss mich immer rechtfertigen für das, was ich tue, aber eigentlich muss ich es nicht, weil ich weiß, ihr versteht das und ihr seid ja auch in gewisser Weise stolz drauf, was ich dann hier alles alleine mache. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin allein. Ich habe kein Management, ich habe kein Team hinter mir. Und dann habe ich mich dieses Jahr dafür entschieden, das zu tun. Es geht gleich weiter. Ich möchte ganz kurz ein Produkt benutzen, was ich ganz besonders toll finde. Ich hatte euch den Hack schon mal gezeigt. Und zwar gibt es in dem Geschenkset von Asam das Magic Finish Set, einmal das Magic Finish. Und das benutze ich liebend gerne als Bronzer. Das ist das perfekte Dupe zu dem Chanel Tarte au Soleil Cream Bronzer. Ihr seht sofort, zack, ihr habt Farbe. Es lässt sich super gut verblenden und im Prinzip bräuchtet ihr danach nicht mal mehr Puder. Ich finde das als Bronzer so wunderschön. Das solltet ihr wirklich mal ausprobieren, falls ihr das schon habt. Also wenn ihr damit vielleicht nicht klarkommt als Foundation oder als Base, das gleicht ja, ist ja Concealer, Primer, Puder, Foundation, alles in einem. Probiert es auf jeden Fall mal als Bronzer aus, weil ihr seht sofort die Farbe im Gesicht. Genau, und ich habe mich halt jetzt dafür entschieden, mir die Augen lasern zu lassen. Das ist eine sehr, sehr große Investition. Und ich habe lange mit mir überlegt, ob ich das mache, ob ich das machen kann, ob ich mir das leisten sollte, ob ich mir das leisten kann. Und ich habe mir halt gesagt, okay, ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr eingeschränkt bin mit Brille. Das klingt auch so quatschmäßig, ja? Weil ich glaube, wenn ihr eine Brille trägt, ihr wisst, was ich meine. Schminken ist damit halt doof und mein komplettes Leben besteht mittlerweile fast ausschließlich aus Make-up. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber meine Augen leiden halt darunter. Und ich weiß, dass ich in 30 Jahren, sind wir mal ehrlich, werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Who knows? Und mich schminken. Aber da möchte ich gucken können. Und ich möchte nicht darauf angewiesen sein, eingeschränkt zu sein. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu machen, dann mache ich das. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, ob ich euch da mitnehmen kann. Und das werde ich auch tun. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil im Moment darf auch niemand mit in den OP mit rein, aufgrund der aktuellen Lage. Und ich bin dabei, das zu planen. Aber falls euch das interessiert, mache ich da so eine kleine Videoreihe draus. Okay, ihr seht, wie wunderschön das Make-up jetzt schon aussieht. Ich gehe jetzt einfach nur ganz leicht mit so einer Puderquaste hier rüber und einem Puder. Naja, auf jeden Fall steht das jetzt an. Und ihr kennt mich. Ich habe damals, als ich angefangen habe, euch ein Versprechen gemacht. Und das Versprechen ist, ich lasse keine Videos ausfallen. Und ich glaube, es ist auch noch nicht einmal vorgekommen. Nee, YouTube hat gestern, ich habe gestern mit YouTube gequatscht, es ist nicht einmal vorgekommen, dass ich ein Video ausfallen lassen habe. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil ich sehe das bei anderen, ich nenne natürlich keine Namen, das gehört sich nicht. Ich sehe das bei anderen, wenn ich das lese, wenn sie sich rechtfertigen müssen, dass sie ein Video nicht geschafft haben oder irgendwas dazwischen gekommen ist, dass dann es Leute gibt, die das nicht nachvollziehen können. Es wird immer irgendeine logische Begründung geben, warum es jemand nicht schafft, ein Video zu machen. Aber ich denke mir, 99% meiner Zuschauerinnen gehen arbeiten, also sind angestellt woanders. Da geht das auch nicht. Du kannst dir nicht überlegen, okay, heute habe ich es nicht geschafft, heute habe ich keine Lust, sondern du musst zur Arbeit gehen. Und für mich ist das natürlich auch meine Arbeit. Es fühlt sich für mich nur nicht als Arbeit an. Und das ist das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich früher total unglücklich in meinem Job war. Aber ich habe diesen Anspruch an mich, und den könnt ihr auch an mich haben, finde ich, dass ich verspreche euch etwas, ich gehe jeden Tag arbeiten. Und ich setze mich jeden Tag mit meinem Content, meinem Kanal, Instagram, YouTube auseinander. Und ich finde, das ist die richtige Arbeitseinstellung, für mich zumindest. Und deswegen probiere ich das durchzuziehen. Das heißt aber auch für mich, ich darf
ab dem 1. November, also seit gestern, wenn dieses Video online geht, ich glaube, das geht am 2. online, darf ich keine Kontaktlinsen mehr tragen. Bis zum Vorgespräch. Und das Vorgespräch ist am 11. Und das ist schon hart. Es sind 2 Wochen und ihr wisst, ich mache 3 Videos die Woche. Also 6 Videos vorproduzieren. Da dachte ich mir, okay, dann machst du 9, weil du nicht weißt, wie geht's dir nach der OP. Möchtest du da noch ein bisschen Pause haben mit Make-up an operierte Augen? Ist halt auch nicht so cool. Und dann ist halt was dazwischen gekommen hier bei uns privat. Und ich musste den OP-Termin verschieben. Der wäre eigentlich einen Tag später gewesen nach dem Vorgespräch. Eine Woche später. Das heißt, noch zusätzlich eine Woche mehr Content vorproduzieren. Vorproduzieren klingt immer so, ach naja, dann dreht man halt mal ein Video. Aber ihr müsst euch überlegen, ich will euch ja nicht nur Quatsch zeigen, sondern ich will euch Content geben, der euch interessiert, wo ihr richtig Lust drauf habt. Weil erstmal ist es mein Job. Ich bin darauf angewiesen, dass euch meine Videos gefallen. Real Talk jetzt einfach mal. So, das ist mir wichtig und ich habe ja auch den Anspruch, dass ich gute Videos mache. Aber es ist super, super schwierig, 15 Videos, 15 Themen vorab sich auszudenken, die euch interessieren. Zusätzlich zu den Videos, die ich ja noch im Oktober drehen musste. Also ich habe ja 2 Wochen dafür gebraucht, diese Videos vorzuproduzieren und Produkte zu organisieren, die es noch nicht gibt oder die ihr noch nicht gesehen habt. Und da muss ich aber überlegen, okay, das Video geht jetzt am 7. November online. Das nächste, wo ich die Produkte aber schon benutze, kann ich euch ja nicht vorher zeigen. Und das hat mich total gestresst. Und ich habe richtig gemerkt, wie es mir jeden Tag schlechter ging. Und eines Tages bin ich aufgestanden und habe fast angefangen zu heulen, weil ich nicht wusste, was ich hier gerade eigentlich mache und wie es weitergehen soll. Und da bin ich transparent mit euch. Es ist schon... Ich bin schon sehr glücklich, dass ich diesen Job habe. Aber ich habe halt auch immer diesen Druck, den ich mir selbst gebe. Und ich weiß, das würdet ihr niemals tun und auch niemals bestätigen. Ich setze mich damit selber unter Druck, dass ich sage, ich muss guten Content abliefern, ich muss regelmäßig Content abliefern und das ist mein Anspruch, den ich an mich habe. Aber ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich habe es geschafft. Also ihr seid mit Videos versorgt. Ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen vorzuproduzieren an Kooperationen und so. Das kommt ja natürlich auch noch alles dazu. Aber ich wollte euch mitteilen, ich habe es geschafft und ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und dieses Gefühl von, man ist stolz auf sich selber, das hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr, weil irgendwie, man ist halt immer so in seinem eigenen Kreis und man hat nie irgendwie so große, ja, man ist halt nicht so gefordert, finde ich, wenn man selbstständig ist. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich Photoshop lerne, dass ich mich einfach selber fortbilde, weil als ich noch angestellt war beispielsweise, da gab es einmal die Woche eine Fortbildung, eine Schulung. Da ist eine Firma zu uns gekommen und hat uns die neuesten Informationen zu bestimmten Produkten gegeben. Und wir haben uns weitergebildet. Wir haben uns mit der Materie, mit der wir arbeiten, auseinandergesetzt. Und ja, ich setze mich den ganzen Tag mit Make-up auseinander. Aber zu diesem Content Creator zählt ja auch noch viel, 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 viel mehr. Und deswegen habe ich mir das vorgenommen, einfach mir was beizubringen. Und das ist Photoshop. Ich bin gut dabei und ich habe jetzt bald 2 Wochen Zeit. Und das werde ich dann lernen. Des Weiteren, ihr kennt ja die Hausreihe von Danny und mir. Wir sind ja gerade dabei, das Haus zu verkaufen und zu schauen, wie es dann weitergeht. Wir wohnen ja immer noch nicht zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch auch mal bestimmt, aber wahrscheinlich eher auf Dannys Kanal, warum Danny und ich nicht zusammenziehen oder zusammengezogen sind. Ich brauche kurz einen Pinsel. Als wir uns kennengelernt haben, vor 2 Jahren knapp, war ich schon sehr, sehr unglücklich mit meiner Wohnsituation. Ihr kennt ja meine alte Wohnung vielleicht noch. Ich habe bis Anfang des Jahres habe ich auf 23 Quadratmetern gelebt. Das war einfach nur eine Box. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber schon 90% YouTube gemacht. Also ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet. Und wenn ihr den ganzen Tag, also wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends und das Monate, wochenlang zu Hause seid und arbeitet. Und ich hatte ja nicht mehr Platz für einen Arbeitsbereich, sondern mein Bereich, wo ich gearbeitet habe, war mein Esstisch. Und ich habe immer vom Bett auf meine Arbeit geguckt. Und dann musste ich einfach
mir was überlegen, wie es jetzt weitergeht. Und dann habe ich halt Danny kennengelernt und ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt aber auch ehrlich gesagt einfach gar nicht leisten, umzuziehen. Und man zieht ja auch nicht, wenn man sich 2 Wochen kennt, zusammen. Ich zumindest nicht. So, jetzt sind Danny und ich 2 Jahre zusammen und Anfang des Jahres war es dann so, wir haben dann die Information mit dem Haus bekommen und waren uns halt zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, wie wir das machen wollen. Das ist halt auch nicht so einfach mal eben so. Man kriegt ein Haus und dann muss man es ausräumen und dann muss man es renovieren vielleicht und dann muss man es verkaufen. Das funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen. Ich war aber so unglücklich zu dem Zeitpunkt schon mit der Situation. Ich konnte einfach nicht mehr in dieser Wohnung sein. Dann gab es halt auch Riesenstress mit der Nachbarin und das war alles ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich erstmal ausziehe aus der Wohnung, solange wir nicht wissen, wie es mit dem Haus weitergeht. Behalten wir das Haus? Wollen wir das Haus übernehmen? Wollen wir das Haus verkaufen? Ziehen wir vielleicht doch ins Haus? Aber ich wollte erstmal raus. Und das habe ich dann auch getan. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass wir schauen, wo wir dann gemeinsam hinziehen, weil wir sehen uns ja jeden Tag. Also ich pendel jeden Tag zu ihm, er pendelt am nächsten Tag zu mir und wir fahren ja jeden Tag ungefähr 20 Kilometer jeder hin und her. Das macht ja keinen Spaß und das ist halt auch einfach Quatsch, weil wir wissen, dass wir zusammen sind, wir wissen, dass wir zusammen bleiben wollen und das probieren wir halt jetzt zeitnah irgendwie so ein bisschen umzusetzen. Ich benutze gleich noch eine Mascara. Das ist die hier von Asam. Die ist nämlich in dem Set mit dem Magic Finish zusammen drin. Das ist ohne Witz die beste Mascara. No joke. Ich liebe die, ihr kennt die aber auch schon. Genau, wir wissen, dass wir das machen wollen. Es ist halt nur super schwer, aktuell erstmal was Passendes zu finden, weil niemand zieht aus gerade aus Häusern. Wenn, dann sind das Häuser, die einfach völlig überteuert sind. Und vor allen Dingen in Berlin. Das ist nicht zu stemmen für 2 Personen ohne Kredit. Also, das funktioniert nicht. Und ich bin halt so einer, ich will halt keinen Kredit aufnehmen. Na, hab ganz, ganz schlechte Erfahrungen früher gemacht. Ich hatte das, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ich möchte halt einfach keine Schulden haben. Und deswegen sind wir gerade so ein bisschen dabei zu schauen. Ihr seht, mein Make-up ist fertig. Ich liebe diese Base. Die Mascara ist fantastisch. Ja, wir quatschen einfach noch kurz weiter. Mein Make-up ist eigentlich fertig. Und jetzt schauen wir halt, dass wir gerade irgendwie so ein bisschen was finden. Dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann was Gemeinsames aufbauen. Weil es soll ja auch weitergehen, beziehungsmäßig so. Irgendwann steht natürlich auch wahrscheinlich eine Hochzeit an und im Idealfall sogar Kinder und ein Hund und ein Haus und wir haben da beide so eine sehr konservative Weltansicht und das war auch das, was uns damals so ein bisschen, glaube ich, auch näher aneinander gebracht hat, weil es ist halt sehr, sehr schwierig als homosexueller Mann in Berlin vor allen Dingen, jemanden zu finden, der das genauso sieht und ich habe da mit Danny den absolut richtigen Mann gefunden. Erstmal von der Art her und dann auch von der Einstellung. Und deswegen schauen wir jetzt, wie es jetzt weitergeht. Jetzt stehen erstmal die OPs an und dann schaue ich mal, wie es weitergeht mit meinen Produkten. Ich habe ja jetzt schon wirklich einiges für euch produzieren dürfen und ich bin gerade so ein bisschen im Überlegen, wie es jetzt weitergeht. Mache ich weiter alleine? Mache ich weiter mit einer anderen Brand? Das wird sich zeigen. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes von mir haben wollt. Freunde, ich glaube, das war's. Ich bin fertig und ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt, ob euch sowas gefällt, wenn ich so ein Live-Update mache, wenn ich einfach ja mit euch rede und mir einfach so ein bisschen mein Herz ausschütte. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch geht. Ihr könnt mir gerne viel schreiben. Ich lese mir das alles sehr, sehr gerne durch. Schaut unbedingt bei Asam vorbei mit dem Code MAXIM-NOV. Für November gibt es 15% Rabatt auf alles außer Sale. Tolle Geschenksets. Ich setze euch alles einmal unten in die Infobox, dass ihr einfach da mal vorbeischauen könnt. Vielen Dank an Asam, dass ihr mich dabei unterstützt. Und ich danke euch, dass ich euch dabei unterstützen darf. Danke, ihr Mäuse, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.